Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! 40 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa durch die Schlussakte von Helsinki 1975 zunächst als Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, entstand. Nach dem Ende des Kalten Krieges 1995 konstituierte sich dann die OSZE und besteht heute aus 57 Teilnehmerstaaten. Obwohl nach dem Kalten Krieg die Frage im Raum stand, ob wir die OSZE noch brauchen, wurde sie nicht abgeschafft, gewann sogar neue Funktionen hinzu, wie die Dimension der Wahlbeobachtung zum Beispiel oder die Einhaltung der Menschenrechte. Heute sind wir froh, dass wir die OSZE haben, dass es einen regionalen, multilateralen Rahmen gibt, in dem unter Einbeziehung aller Beteiligten die Sicherheitslage diskutiert werden kann. Wir sind froh, dass wir Beobachter zum Beispiel in Konfliktgebiete entsenden und die Legitimität von Wahlen vor Ort überprüfen können. Meine Damen und Herren, die Stärke der OSZE ist ihre Akzeptanz in den Mitgliedstaaten. Deshalb halte ich gar nichts davon, zum Beispiel Russland in Institutionen der OSZE auszuschließen. Das hieße, diese Organisation eben falsch zu verstehen. Der Ansatz der OSZE ist kooperativ und multilateral. Das bedeutet aber auch, dass sich die Mitglieder der Kritik stellen müssen. Und es ist ja nicht so, dass diese Kritik nicht geäußert wird, dass sie sich nicht in den Beschlüssen zum Beispiel der Parlamentarischen Versammlung der OSZE wiederfindet. Das Problem ist ein anderes. Es liegt plötzlich ein ungeheurer Erwartungsdruck auf der OSZE. Sie soll den Konflikt in der Ukraine und andere Sicherheitsfragen quasi im Alleingang lösen, soll Vertrauen schaffen, soll Frieden wiederherstellen und den Waffenstillstand überwachen. Meine Damen und Herren, wir dürfen die OSZE nicht mit überzogenen Erwartungen überfrachten, auch nicht, wenn wir jetzt den Vorsitz haben 2016. Die OSZE ist stark als Vertrauensbilder, als Moderator, als Überwacher von Fortschritten. Sie ist jedoch gegen Unwillige nicht zur Einigung zu zwingen. Auch Deutschland wird den OSZE-Vorsitz nicht dafür nutzen können. Gleichwohl erhoffen wir Impulse vom deutschen OSZE-Vorsitz, auch in der Frage der Ukraine-Krise. Deutschland hat hier die Möglichkeit, sein politisches Kapital einzubringen, das Vertrauen, das wir auf beiden Seiten genießen. Ich habe persönlich noch andere Erwartungen an den OSZE-Vorsitz. Ziel muss es sein, die Organisation noch fitter zu machen für die Zukunft, denn wir stehen, ich sagte das eben, vor großen Herausforderungen. Schließlich wurde die OSZE im Kalten Krieg gegründet, als man es ausschließlich mit staatlichen Akteuren zu tun hatte. Die heutigen Konflikte sind unübersichtlicher. Wir haben Separatisten, wir haben Freischärler, die die Situation prägen. Das Handeln in Konflikten lässt sich nur noch schwer einzelnen Akteuren zuordnen. Die neuen Aufgaben der OSZE in Bezug auf Beobachtungsmissionen, aber auch auf die Stärkung der Menschenrechte und auf die Wahlbeobachtung machen Reformen notwendig. Zudem müssen wir auch die Ziele präzisieren. Will man die neuerliche Spaltung Europas überwinden oder primär die demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung fördern? Fakt ist, dass die OSZE für die gestiegenen Anforderungen eine bessere finanzielle Ausstattung benötigt, dass die Strukturen an die unübersichtliche Lage angepasst werden müssen. Als stellvertretender Leiter der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE wünsche ich mir im Übrigen auch, dass dieser Arm der Parlamentarischen Versammlung gestärkt wird. Die Beschlüsse der OSZE-Parlamentarischen Versammlung müssen für das Handeln der OSZE-Mitglieder eine noch größere Bedeutung bekommen. Meine Damen und Herren, ich finde es richtig, dass sich die Oppositionsparteien mit Initiativen für den deutschen Vorsitz beschäftigen. Es hat bei allen inhaltlichen Differenzen auch einen positiven Grund, der anzumerken ist, dass alle Fraktionen hier der OSZE eine wichtige Bedeutung für die Zukunft zumessen. Und das eint uns auch als Bundestag. Es ist kein Geheimnis, dass zum deutschen OSZE-Vorsitz
auch ein Antrag der Koalitionsfraktionen kommen wird, den wir hier in Kürze beraten werden. Lassen Sie uns deswegen daran gemeinsam arbeiten, daran gemeinsam mitwirken, dass die USZI ihre vielfältigen Aufgaben nachhaltig erfüllen kann. Stärken wir die USZI durch den deutschen Vorsitz, stärken wir die USZI in den Rücken, auch durch den Deutschen Bundestag, denn wir brauchen diese Organisation dringender denn je. Danke sehr. Nächste Rednerin ist die Kollegin Agnieszka Brugger für Bündnis 90 Die Grünen.